Und damit willkommen zurück. Vor allem zurück. Willkommen zu Let's Play Mass Effect 3. Ich bin's gewohnt, zurück zu sagen, denn wir spielen zum zweiten Mal die Trilogie durch und wir sind jetzt wieder beim letzten Teil angekommen. Und ich würde sagen, wir verlieren auch nicht groß Zeit. Genau, weil beim letzten Mal habe ich nur deshalb groß Zeit verloren. Weil man ja bei den ersten beiden Teilen einen mega Aufwand betreiben musste, um das Spiel mit englischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln zu bekommen. Das Problem haben wir hier zum Glück nicht. Hier war BioWare mal vorausschauend und hat gesagt, das kann man separat einstellen. Hallo, EA-Server, gibt's euch? Ich meine, es gibt die nicht. Es sind keine Spielserver, wohlgemerkt. Die checken wirklich nur, ob eure DLCs in Ordnung sind. Und das war's. So, ich will schon reflexartig auf Multiplayer drücken, aber. Neues Spiel. ME2-Charakter importieren. Nein, das ist, glaube ich, mein allererster Shepard gewesen. Spinder Shepard. 10.06.2016. Ja, das kommt hin. Sieht man auch mal, wie lang das alte LP her ist. Und ich würde sagen, bevor wir hier drüber gehen, mal eine kleine Rückblende. Zuvor bei Mass Effect. Wir schreiben das Jahr 2183. Drei Jahrzehnte sind vergangen, seit die Menschheit auf dem Mars Ruinen der ausgestorbenen Proteaner gefunden und mit diesem Wissen die Massenportale entdeckt hat. Nun sind sie ein Teil der galaktischen Gemeinschaft, dessen Zentrum die Raumstation Citadel ist, gelten aber immer noch als Neuankömmlinge. Als unserem Protagonisten, Commander Shepard, ein Posten als Spectre angeboten wird, stellt dies auch für die gesamte Menschheit eine gewaltige Chance dar. Als Spectre steht man über dem Gesetz und erhält seine Aufträge direkt vom Citadel-Rat. Die Erwartungen an Shepard sind enorm, weshalb er seine Eignung unter Aufsicht des trojanischen Spectres Nihilus beweisen soll. Dazu soll er den Transport eines ausgegrabenen proteanischen Senders von der Menschenkolonie Eden Prime zur Citadel überwachen. Die Routinemission wird zum Desaster, als Eden Prime von einer außerirdischen Streitmacht überrannt wird. Diese wird von Nihilus früherem Mentor Saren Aterius angeführt, der Nihilus hinterrücks erschießt. Es gelingt uns zwar, die Kolonie zu sichern, kurz darauf aktivieren wir aber versehentlich den Sender, der uns eine zerstückelte Vision übermittelt und sich anschließend überlädt. Auf der Citadel müssen wir uns für unser Scheitern vor dem Rat verantworten. Letztendlich schaffen wir es aber, Saren zu überführen und treffen dabei auf den turianischen Sicherheitsoffizier Garrus Vakarian, die quarianische Technikexpertin Tali Zora Naraya und den kurganischen Kopfgeldjäger Earthnot Rex. Wir werden zum Spectre ernannt und erhalten den Auftrag, Saren zur Strecke zu bringen. Dazu erhalten wir das Kommando über die Normandy, einer Fregatte mit einer revolutionären Tarntechnologie. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Saren hat ebenfalls die Vision gesehen und sucht mit diesem Wissen nach der Conduit, mit deren Hilfe er glaubt, die Rückkehr der Reaper herbeiführen zu können. Einem Maschinenvolk, das offenbar für das Aussterben der Proteaner verantwortlich ist. Unsere Mission führt uns nach Verum, wo wir die Asari-Archäologin Liara Tessoni rekrutieren. Mit ihr reisen wir zum Eisplaneten Novaria, wo wir die Pläne ihrer Mutter Benesia, ein Ei der ausgestorbenen Rachni zur Erschaffung einer Armee für Saren zu nutzen, vereiteln. Obwohl es ein Risiko ist, schenken wir der entstandenen Rachni-Königin die Freiheit. Auf Ferris ergründen wir das Geheimnis des Torianers, einer uralten Pflanze, und erhalten den Cypher, welches uns erlaubt, die Vision des Senders klarer zu sehen. Hier bemerken wir, dass der Sender bereits beschädigt war und Teile der Vision fehlen. Die Spur führt uns letztendlich nach Würmeier, wo Saren begonnen hat, kurganische Soldaten zu klonen. Zusammen mit einem Team der Salarianischen Special Task Group unter der Leitung von Captain Kirahi beginnen wir die Durchführung eines Plans zur Zerstörung der Anlage. Während des Angriffs erfahren wir, dass Sarens Schiff, die Sovereign, nicht bloß ein Reaper-Schiff, sondern ein eigentlicher Reaper ist. I am Sovereign. Sovereign erklärt uns, dass sowohl die Massenportale als auch die Citadel von den Reapern gebaut wurden und dass die Zivilisation der Galaxie bald geerntet werden soll, wie es auch mit den Proteanern geschehen ist. Währenddessen schreitet unser Plan weiter fort. Als aber sowohl Kaidan Alenko als auch Ashley Williams in Not geraten, müssen wir uns entscheiden, wen wir retten. Nach einem Kampf mit Saren entkommen sowohl er als auch wir der Explosion. Aber der Preis ist hoch. Als wir alle Puzzleteile zusammensetzen, erkennen wir, dass sich die Conduit auf dem Planeten Ilos befindet. Nach einer kleinen Verzögerung gelangen wir dorthin und verfolgen Saren durch eine proteanische Forschungseinrichtung. Dort treffen wir auch auf die VI Vigil, die uns erklärt, dass die Citadel nicht nur eine Raumstation, sondern auch ein gewaltiges Massenportal ist, über das die Reaper in unsere Galaxie einfallen werden. Wenn wir Saren und Sovereign nicht aufhalten,
droht allen raumfahrenden Völkern der Galaxie das Schicksal der Proteaner. You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. When the Citadel Relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. Während Sovereign die Citadel angreift, folgen wir Saren durch die Conduit, einen von den Proteanern gebauten Miniaturmassenportal in die Citadel, und konfrontieren ihn im Präsidium. Mithilfe einer Flotte der Erdallianz besiegen wir Saren und zerstören Sovereign. Die Menschen halten als vierte Spezies einen Sitz im Citadel-Rat. Aber uns ist klar, dass der Krieg gegen die Reaper gerade erst begonnen hat. Nach unserem Sieg über Sovereign werden wir losgeschickt, um die letzten Geth-Basen aufzuspüren. Dabei wird die Normandy von einem unbekannten Schiff zerstört und Shepard getötet. Zwei Jahre später finden wir uns auf einem Operationstisch wieder und erfahren, dass wir von der genetisch verbesserten Wissenschaftlerin Miranda Lawson auf Befehl der Pro-Mensch-Splittergruppe Cerberus wiederbelebt wurden. Lawson und ihr Kollege Jacob Taylor bringen uns zum Unbekannten, dem Anführer von Cerberus, der uns erklärt, wieso er so viel investiert hat, nur um uns wieder ins Leben zu holen. Ganze Menschenkolonien verschwinden spurlos, und er glaubt, dass die Reaper darin verwickelt sind. Er schickt uns nach Freedom's Progress, der letzten verschwundenen Kolonie, damit wir uns ein Bild der Lage machen können. Durch die Aufnahmen des Quarianers Vitor Nara, der den Entführern entgangen ist, erkennen wir, dass es sich bei diesen offenbar um die Kollektoren handelt, einem Volk, das aus dem unerforschten Raum hinter dem Omega-4-Portal kommt. Da es Indizien gibt, dass die Kollektoren Diener der Reaper sind, entscheiden wir uns, mit Cerberus zusammenzuarbeiten. Wie sich herausstellt, hat der Unbekannte nicht nur unsere Wiederbelebung, sondern auch den Bau einer verbesserten Normandy finanziert. Leider gelingt es uns nicht, unsere alte Truppe zusammenzutrommeln, da die meisten von ihnen neue Aufgaben haben oder uns aufgrund unserer Zusammenarbeit mit Cerberus nicht mehr vertrauen. Neben unserem früheren Piloten Joker schließen sich nur Tully und Garrus uns erneut an. Mithilfe unserer Cerberus-Crew und der Schiffs-KI Edie müssen wir uns daher neue Squad-Mitglieder suchen, die zu einer wahren Selbstmordmission bereit sind. Unter diesen sind der salarianische Wissenschaftler Mordin Solus, die menschliche Top-Biotikerin Jack, die Asarius-Dikarin Samara, der Drell-Attentäter Fane Kryos, der Kopfgeldjäger Said Massani, die Meisterdiebin Kazumi Goto und Grunt, ein zur Perfektion gezüchteter Kroganer. Letztendlich erkennen wir, dass das Omega-4-Portal ins Zentrum der Galaxie führt. Um das Portal wie die Kollektoren sicher nutzen zu können, beschaffen wir daher ein Freund-Feind-Erkennungssystem aus einem zerstörten Reaper, den Cerberus aufgespürt hat. Dabei treffen wir auf Legion, eine speziell für den Kontakt mit organischen Wesen modifizierte Geth-Einheit. Leider macht das IFF die Kollektoren auf uns aufmerksam, die die Normandy entern. Zwar gelingt es Joker mit Edies Hilfe, die Eindringlinge zu vertreiben, aber erst nachdem die Kollektoren unsere Besatzung verschleppt haben. Um unsere Crew zu retten, wagen wir den Sprung durch das Omega-4-Portal in den galaktischen Kern, den wir dank einiger Verbesserungen an der Normandy überstehen. Durch clevere Einteilung unserer Squad-Mitglieder gelingt es uns, in die Basis der Kollektoren einzudringen, wo wir unsere Besatzung retten und feststellen, dass die Kollektoren die entführten Menschen als Rohmaterial für den Bau eines neuen Reapers nutzen. Nach der Zerstörung des Reapers entscheiden wir uns, die Basis zu zerstören, statt sie dem Unbekannten zu überlassen, und beenden unsere Zusammenarbeit mit Cerberus. Bevor wir zur Allianz zurückkehren, werden wir gebeten, die Agentin Dr. Amanda Kenson zu befreien, die Beweise für die bevorstehende Ankunft der Reaper gefunden hat. Von ihr erfahren wir, dass Reaper im batterianischen Bahak-System eintreffen und das dortige Massenportal, das älteste seiner Art, nutzen werden, um die Galaxie zu überrennen. Obwohl Kenson und ihr Team der Indoktrination zum Opfer gefallen sind, gelingt es uns, ihren Plan zur Zerstörung des Alpha-Portals zu vollenden, welcher auch das gesamte System vernichtet. Aber ob der Tod der 300.000 Bewohner den Aufschub wert sein wird, muss sich noch zeigen. Okay. Wir haben die Rachni-Königin auf Würmai... Wir haben die Rachni-Königin auf Würmai gerettet, klar. Wir haben die Rachni-Königin auf Noveria gerettet. Wir haben Kaila Lenko gerettet. Wir haben den Rat gerettet. Wir haben Maiden Staten gerettet. Wir haben Rex gerettet. Wir haben ziemlich viel gerettet. Aber wir haben die Geth Heretics zerstört. Wir haben die Kollektorenbasis zerstört. 12 Crewmitglieder haben den Selbstmordeinsatz überlebt. Also mit anderen Worten, alle. Hatte keine Romanze vor Mass Effect 2. Shepard hatte eine Romanze mit Tali. Das klingt alles richtig. Das finde ich soweit eigentlich ganz okay. Ja, wenn ich in die VDS aussehen gehe, na ja, dann muss ich wieder alles neu machen. Wir bleiben Frontkämpfer. Weil Frontkämpfer sich im Mass Effect 3 ziemlich cool spielen. So, was nehmen wir denn mal als Zusatzkraft?
Was macht Verteidigungsmatrix? Verlangsamt Kraftbenutzung. Ich weiß nicht, ob das so wild ist. Barriere? Barriere passt auch, finde ich. Ich finde Panzerbrechen und Munition echt nicht so mega wichtig. Dunkler Kanal wäre noch cool, aber ich nehme Barriere. How bad is it? Bad. We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on long-range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word. The fleets are mobilizing. God help us all. Commander. You're not supposed to call me that anymore, James. Not supposed to salute you either. We gotta go. The Defense Committee wants to see you. Sounds important. What's going on? Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing words made it to Alliance Command. Something big's headed our way. The Reapers? We don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. Wir hätten uns besser vorbereiten sollen. You know we're not ready if it is then. Not by a long shot. Tell that to the Defense Committee. Unless we're planning to talk the Reapers to death, the Committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. You faced down a Reaper. Hell, you spoke to one, then blew the damn thing up. You've seen how they harvest us, what they plan to do to us. You know more about this enemy than anyone. That why they grounded me? Took away my ship? You know that's not true. When you blew up the Batarian relay, hundreds of thousands of Batarians died. It was that or let the Reapers walk through our back door. I know that, Shepard. And so does the Committee. If it wasn't for that, you'd have been court-martialed and left to rot in the brig. That, in your good word? Yeah, I trust you, Shepard. And so does the Committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. They're expecting you to, Admiral. Good luck in there, Shepard. Anderson? Shepard. Kate? How'd it go in there, Major? Okay, I think. Hard to know. I'm just waiting for orders now. Major? You hadn't heard? No, I'm a bit out of the loop these days. Sorry, sir. Didn't mean to keep you out of the loop. Mach dir darum keine Sorgen. I'm sure you had your reasons. Yeah, I suppose I did. Still, it's...
It's good to see you. Admiral. Come on. You know the commander? I used to. Admiral Anderson. Shepard. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen. Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Sol Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Then, how do we stop them? Stop them? This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are. More powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But there must be some way. Wir halten zusammen. If we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it? That's our plan? Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? It couldn't be that close already. How'd they get past our defenses? Sir, UK headquarters has a visual. Why haven't we heard from Admiral Hackett? What do we do? The only thing we can. We fight, or we die. We should get to the Normandy. Shepard! Come on, get up. Here, take this. We've got to get moving. This is Admiral Anderson. Report in, anyone. Major Elanco, is that you? What's your status? I can't raise the Normandy. You'll have to contact them. We'll meet you at the landing zone. Anderson out. They're massive. Come on, Shepard. Okay. Wir. They'll pick us up if we can get to the spaceport. Ja, warte mal. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich diesen Anfang sehe, wenn ich das Arrival DLC drin habe. Das hat jetzt den Dialog auch ein bisschen verändert. Ich frage mich nur, woher gerade Anderson die Pistole hatte, weil er die am Anfang auf jeden Fall nicht hatte. Aber dafür haben wir unbegrenzte Munition. Und. Anders als in Mass Effect 2 haben wir halt auch wirklich jetzt Level 30, wenn wir mit Level 30 rein sind und nicht wie von Mass Effect 1 zu Mass Effect 2, wo man dann erstmal auf Level 2 startet oder so. Brandmunition. Ich muss das, glaube ich, alles mal neu skillen. Aber biotischer Sturmangriff ist schon mal wichtig. Kraftsynergie oder Waffensynergie? Also ich glaube, wenn ich mit dem Sturmangriff mache, habe ich Nova? Da habe ich Nova.
Ob jetzt hab nicht Radius. Natürlich nimmt das Ding Radius. Das hier muss ich sowas von neu skillen. Weil Radius ist verbuggt. Dann trifft das dreimal und danach hört es einfach auf zu treffen. Aber biotischer Sturmangriff ist schon mal wichtig. Kraftsynergie, weil dann werde ich wahrscheinlich auch Nova benutzen. Und Barriere, dass meine komplette Barriere wiederherstellt. Nova zumindest schon mal in Grundzügen. Mann. Und Barriere. Und haben wir... Ja, Ruf sieht auch in Ordnung aus. Ich hatte ja so extreme Werte mir gegeben in Mass Effect 2, damit ich da Paragate spielen kann. Hier wird das hoffentlich nicht nötig sein. Fragst du mich was? Okay. Come on, we'll have to go this way. Wenn du das sagst. Looks clear. Let's go. Major, you read me. I'm patching in Shepard. We're almost to the Normandy. I've got Lieutenant Vega with you. We're taking heavy fire. Husks, take him out. Da waren wir zu schnell. Shoot him. I'm out of ammo. Come on, we gotta move. Also du hast eine Waffe dabei, aber keine Munition. Also sogar zwei, aber keine Munition. Ach ja, und Nahkampf. Ja, das stimmt. Scheiße, Mann. Aber warte, das kann ich so wohl nicht stehen lassen. Mythischer Sturmangriff ist grundsätzlich auf der 1. Dann, oh, genau, Erste Hilfe kommt auf die 7, denn mein E ist auch da drauf, dann kann ich Reload canceln. 2 ist Nova, das aktivieren wir auch nicht mega häufig. Das kann da bleiben. Habe ich noch was? Nein. Through this way. Hey. It's okay. Everyone's dying. Ich kann dir helfen. Come here. I need to get you someplace safe. Take my hand. You can't help me. Shepard! In here. This is a goddamn mess. Every minute these machines are here, thousands of innocent people die. I won't be responsible. It's hard enough fighting a war, but it's worse knowing no matter how hard you try, you can't save them all. Exactly. They hit so fast. I thought we'd have more time. We knew they were coming. And they still just cut through our defenses. We need to go to the Citadel. Talk to the Council. The Citadel? The fight's here. It'll be everywhere soon enough. You said it yourself. The Reapers will destroy everything if we don't stop them. The Council has to help us. You sure about that? No, but you're a Council Spectre. That has to count for something. Kasha! Thanks. I owe you one.
More than one. Grab some ammo. Die jetzt einfach rumliegt. Aber irgendwas stimmt mit diesem Kind nicht. Ich wüsste nicht, dass... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein verängstigtes Kind in so einer Situation die Hilfe eines Erwachsenen ablehnen würde. Come on, it hasn't been that long since you've handled the weapon. So. Major Alenko, we're in sight of the spaceport. ETA 3 minutes. Major! Caden! Damn it, they're in trouble! Sie haben einfach nichts, was den Reaper verletzen kann. Das hat überhaupt nicht keine Verletzungen hervorgerufen. Friendlies. You two all right? Get down, they'll see you. Keep your head down. Nice shot. Was mich mal gerade interessieren würde. Welche Schwierigkeit spiele ich gerade? Genau, ich habe nämlich mal auf Wahnsinn gestellt. Ich würde das vielleicht nicht mit einem Charakter spielen, der frisch aus Mass Effect 2 importiert wurde. Vielleicht mache ich mit diesem Safe Game danach nochmal einen Insanity Run, aber das wird dann privat. Warte, Munition habe ich. Alter. Was ist das für ein Bein? What happened here? Our gunship was shot down. We barely made it. You have a radio? We're trying to contact our ship. No. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things. Stay here, son. We'll get you out of here. Come on. Let's get to that gunship. Moment, das... War da vorher noch was drunter? Oder hat das Bein dieses Ding hochgehalten? In jedem Fall würde ich behaupten, das Bein ist am Arsch. Wenn da sowas Schweres drauf hing... Oh, ich habe mit denen schon so meine Erfahrungen gemacht. Wow, 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 wow. Nichts da. Normandy, this is Anderson. Do you read? What's your location? By a downed gunship in the harbor. I'm activating its distress beacon. Send support. We've got wounded down here. Major! Damn it! I lost the signal. Let's hope that beacon does its job. And fast, we've got company. Ich hätte niemals erkannt, dass sich einer von diesen vielen Meteoren auf uns zubewegt. Ah, so hat das zu laufen. Ich hoffe es auch. Ich habe nicht allzu viel Munition hier. Oder liegt hier noch welche? Ich könnte natürlich auch ein bisschen den hier machen. Ja,
So, das können wir schon mal vergessen. Gibt's hier keine Munition? Stellung bis zur Exfiltration halten, okay. Wie gesagt, Schockwelle wird wahrscheinlich nach ein paar Einsätzen buggen. Spätestens. Ja super, so weit kommt das schon mal gar nicht. Super, was soll ich dagegen tun? Ich bin noch da. Was willst du noch? Stimmt, Anderson hat ja Betäubungsschuss. Super, ich habe echt keine Munition mehr. Shepard! Come on! I'm not going! You saw those men back there. There's a million more like them, and they need a leader. Wenn Sie bleiben, bleibe ich auch. We're in this fight together, Anderson. It's a fight we can't win. Not without help. We need every species, and all their ships, to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the Council. Convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go! That's an order! I don't take orders from you anymore, remember? Consider yourself reinstated, Commander. You know what you have to do. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. Good luck. You too, Shepard.